Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin der Chris von V-Hangar und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Was haben wir heute vor? Wir werden, ich habe Post bekommen von Zip und wir werden an dieser Vespa werden wir einmal die Sportstoßdämpfer hinten verbauen. Wie das Ganze geht, das zeige ich euch Schritt für Schritt. Viel Spaß bei dem Video. So, als erstes öffnen wir das Ganze mal. Und da sind sie schon. Ich gehe jetzt davon aus, dass die Federvorspannung schon, ich sag mal, voreingestellt ist. Ich werde sie jetzt auf jeden Fall erstmal so lassen, einbauen, fahren und dann gegebenenfalls nachstellen. Gut, was ist hier noch bei? Werkzeug, ein Imbusschlüssel für die Imbusschraube hier und natürlich dieser Alu-Pröppel, Alubolzen, womit ich dann die Federvorspannung einstellen kann. So, wir fangen jetzt mit der linken Seite an. Dafür stört jetzt logischerweise der Luftfilterkasten. Den können wir aber relativ leicht nach oben schieben. Dafür müssen wir die beiden Schrauben lösen. Das sind T30 Torx 1, 2 und die löse ich jetzt erstmal. So, und jetzt können wir hingehen und den Luftfilterkasten nach oben schieben. Und jetzt komme ich auch hier an die Schraube dran. So, jetzt nehme ich mir eine 13er Nuss. Dann muss ich das Ganze kontern, wahrscheinlich mit 17. So, hier unten ist er jetzt schon gelöst und jetzt lösen wir das Ganze oben. So, damit wir oben besser drankommen, lassen wir die Vespa einmal ein bisschen runter. So. So, was müssen wir tun? Wir müssen diese Schraube lösen. Mist, die Karre vom Roland brennt. Das war der Alex wieder mit seiner E-Zigarette. Der kann das nicht lassen. Extra reichen Sie mir Nadel und Faden. Nein, wir brauchen einen 13er und einen 6er Maulschlüssel. Dann, ja, gucken wir einmal. Und zwar haben wir hier oben eine Fläche dran. Damit muss ich das Gewinde quasi oder die Schraube muss ich oder die Kolbenstange muss ich damit festhalten und dann kann ich die 13er Mutter lösen. Bevor wir die Mutter ganz abhaben, einmal bitte unten den Dämpfer mit festhalten. Weil ansonsten fällt er euch ja nach unten weg, bevor da irgendwas verkratzt. So, hier ist die Mutter gelöst. Jetzt haben wir hier die Scheibe. Und den Federring. Und dann sollte schon das Gummi kommen.
Und dann kann ich den Dämpfer auch schon nach unten wegziehen. Das war der Ausbau des linken Dämpfers. So, damit uns jetzt hier nicht alles direkt runterfällt, bleibt die rechte Seite auch komplett fest. Den machen wir, wenn die linke Seite komplett fertig ist, wechseln wir die andere Seite. So, jetzt schauen wir mal. Also, Dämpfer, der rausgekommen ist. Der Dämpfer, der reinkommt. So, bei dem SIP-Dämpfer ist es so, dass wir... Der wird genau so eingebaut. Also diese Hülse hier muss nach rechts zeigen und wird dann nachher hier eingesetzt. Es werden keine, hier sind jetzt diese Scheiben dran, die werden hier nicht vorkommen, sondern der wird genau so eingesetzt. Das sind 3 cm, genauso wie auch das Öffnungsmaß von diesem, von dieser Aufnahme ist. Von daher passt das da genau rein. Gut, zuvor müssen wir jetzt aber noch einmal das Gummi abmachen. Wenn das mal so einfach ist. Und das Gummi kommt dann hier wieder drauf. Ich habe jetzt hier mal ein bisschen WD-40 drauf gemacht. Jetzt rutscht er auch relativ leicht darüber. Gut, so, also wie gesagt, wir haben die linke Seite, der so rum eingebaut wird. Das Teil muss nach rechts zeigen. Der Originaldämpfer daneben. Wir sehen hier schon, hier sitzt noch eine Mutter drauf. Aber der Weg hier, Moment, ich hole mal was zu messen. Die Gewindelänge, die jetzt hier rausguckt, ist aber identisch. Das heißt, hier muss die Mutter bitte nicht draufgeschraubt werden. So, der Unterschied zum rechten Dämpfer. Also wie gesagt, links, rechts. So, jetzt nehme ich den Dämpfer und schiebe den hier unten durch. Jetzt muss ich hier oben reingucken, weil der muss ja hier oben wieder in die Bohrung geführt werden. So, da kommt er raus. So, dann lassen wir ihn erstmal so hängen. So, dann machen wir hier oben weiter. So, ihr seht jetzt schon, da oben guckt er raus. Das Gummi schlägt halt unten an. Hier ist das andere Gummi. Da mache ich auch mal eben ein bisschen WD-40 drauf. Also von oben. Wie gesagt, erstmal das Gummi. Dann die Scheibe. So. Dann kommt der Federring da drauf. Und dann die Mutter. So, jetzt nehme ich meinen 13er Ringschlüssel und ziehe den fest. Halt den Dämpfer aber hier unten immer so ein bisschen in Position. So. So, also wie gesagt, oben ist fest. So, jetzt müssen wir den festmachen. Hier unten. So, jetzt muss die Schraube, muss jetzt wieder hier durchgeschoben werden. Nehmt euch einen Schraubendreher oder sowas zur Hilfe und hebelt das ein bisschen so, dass die Löcher wirklich übereinstimmen, damit ihr die Schraube da durchbekommt. So, Schraube ist drin.
Mutter drauf. Und dann können wir das Ganze auch schon festziehen. Also, wir haben die Schraube wieder reingemacht. Darauf achten, dass das genau fluchtet. Nehmt euch, wie gesagt, einen Schraubendreher zu Hilfe. Hebelt das von hier unten ein bisschen in die richtige Position, damit ihr die Schraube durchbekommt. Und mit der Mutter dann nachher ordentlich festziehen. 25 Newtonmeter sind angegeben. Ich mache das Ganze von Hand. Denkt dran, nach fest kommt ab. So, jetzt müssen wir den Luftfilterkasten wieder runterdrücken. Der hängt hier hinten. Da müssen wir ihn einmal nach hinten drücken. Und dann geht er auch nach hinten. So. 30er Torx. Und die ellenlange Schraube wieder reindrehen. Ja, man kann jetzt einen Akkuschrauber zur Hilfe nehmen. Habe ich jetzt nicht. So, die beiden Schrauben sind fest. Und wir sind jetzt tatsächlich, bis auf die Einstellung, sind wir jetzt auf dieser Seite fertig. Gehen wir rüber auf die andere Seite. Wir versuchen das jetzt erstmal so, dass wir den Auspuff nicht abmachen. Sollte der nachher doch stören beim Rausziehen, werden wir den logischerweise entfernen. Okay, was mache ich? Ich löse jetzt als erstes hier unten die Mutter. Genau, mit einer 17er Nuss. So, denkt an die Scheibe, die muss gleich auch wieder davor. So, hier unten ist er raus, jetzt kann ich schon nach oben gehen. So, hier oben machen wir genau das gleiche wie auf der anderen Seite. Mit dem 6er müssen wir hier oben die Gewindestange festhalten. Ich lasse mal ein Stückchen weiter drehen. Hier oben. Also wie gesagt, gut kontern. So, hier auch wieder. Erst die Mutter. Federring und Scheibe und zu guter Letzt das Gummi. So, jetzt schauen wir mal, ob wir das Ganze hier unten rausbekommen. Bevor wir jetzt hier großartig rumhampeln, also der Auspuff muss auf jeden Fall ab. Jetzt haben wir hier den Error drauf, da müssen wir hier einmal vorne die Feder lösen. Sechser Imbus. So. Was war das? Ach so. Was ist das denn? Das ist ja der Klingelautomat hier. Geldspielautomat. Okay, okay, das hat er sich wegen dem Blech hat er sich das dazwischen gemacht. Okay. Kann man so machen. So. Alter Dämpfer. Gummi ab. Neue Dämpfer.
bisschen WD-40. So, hier bei dem Dämpfer ist es tatsächlich egal wie rum. Ihr seht, der ist auf beiden Seiten gleich gelagert. Ich mache das jetzt so, dass man die KBA-Nummer sehen kann. Ja, und jetzt schieben wir den quasi von hier unten wieder rein. So, hier sitzt er, oben sitzt er auch, heißt oben festmachen, das Gummi, so, dann erst wieder die Scheibe. Dann der Federring und die Mutter. So, oben ist fest. Machen wir unten alles fest. So, jetzt ist er hier. Spannend, spannend, spannend. Wofür braucht man so viele Unterlegscheiben? Wahrscheinlich, um das hier auszugleichen. Okay. Ja, also wie gesagt. Nicht irgendwie, also standardmäßig sind die bei eurer Vespa nicht verbaut. Ne? Die sind unverbaut beim Roland. So. Genau, machen wir erstmal hier oben fest. Das heißt, die Scheibe drauf und die Mutter. Fest. Dann können wir als nächstes den Auspuff wieder drauf machen. So, dann fangen wir oben an. So, jetzt geht er nämlich los. Jetzt muss ich nämlich die ganzen. Also, was war jetzt zuerst? So, Feder wieder dran, Auspuff fest, Dämpfer fest, Platte hier fest, oben ist alles fest, können wir unser Einkaufskörbchen wieder reinsetzen. So, ich mache jetzt, also wie gesagt, Federvorspannung war, ich sag mal, eingestellt, haben wir jetzt ungefähr 3 cm auf beiden Seiten. So, jetzt haben wir ja die Einstellung für die Zugstufe. Die ist 20-fach. Ich meine, ich hätte 23 Klicks gezählt. Ich würde jetzt immer so anfangen, dass ich das genau mittig stelle. Das heißt, ich drehe jetzt 10 Klicks in Richtung H. Das gleiche mache ich auf der anderen Seite.
So, und ja, jetzt probieren wir es mal aus. Von der Einstellung her müssen ein paar Meter fahren. Ob der Roland da heute noch Lust zu hat, weiß ich nicht. Wir schauen mal. So, die Dämpfer sind drin. Ich denke, ihr bekommt das auch hin. War jetzt nicht ganz so schwierig. Viel Spaß beim Nachmachen. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Damit unterstützt ihr mich, weil auch ich mache das hier nur nebenbei, mache die Videos für euch, damit ihr das Ganze nachmachen könnt, nachbauen könnt. Und ja, freue mich über ein Like, über Kommentare. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal, euer Chris. Thank you.